Willkommen bei der Story von Final Fantasy 8. Werden wir die Tränen des Mondes aufhalten? Seht der Mond! In den Weiten des Weltraums gab es einen Planeten, der aussah wie ein Auge. Träne! Ich würde sagen, geäfft, Leute, geäfft. Du kannst mir doch nicht erzählen, nur weil da sich ein paar Monster versammeln. Das mit der Stimme ist das zu schnell, glaube ich. Einst gab es nur eine Erde, doch dann zerbrach sie in zwei. Ich mach die Stimme raus, ey, ist das widerlich. Ich höre es widerlich vor, ich höre nachher nochmal rein. Die Monsterhorde. Sie fließen in Richtung Esther. Wahrscheinlich zum Tears Point. Heißt das, dass die Lunatic Pandora am Tears Point ist? Woher? Habt ihr ein Mädchen gesehen? Sie ist in die Umkleidekabine dort. Schnell hinterher! Das klingt nicht. Umkleide? Nein, Nase-Niese, Hustebord. Wo ist denn hier eine Umkleide? Ah, da, wo die Leiche vorliegt. Hallo? Sir? Ma'am? Renoir? Renoir! War sie das? Ziemlich männliche Beine für Renoir. Oh, alles klar. Habe ich natürlich gewusst. Ja, dann mach jetzt auf! Renoir! Alter, ist das eine widerliche Steuerung? Was ist, wer bist du? Linker Adjutant, der Monsterstrom nähert sich dem Adelsarg. Rechter Adjutant, irgendwas anderes. Hallo? Alter, wie weit geht's denn noch? Hä? Warum passieren so viele Dinge auf einmal? Es ist ja, als würde das jemand mit Absicht machen. Ach. Wo muss ich denn jetzt? Ich will da durch. Mit Absicht? Die Hexer Themisia. Komme ich da gar nicht durch? Ich glaube fast nicht. Hier kann ich nicht raus, ich muss zurück. Oh. Also Leute, was habt ihr zur Woche geplant? Michi, ich habe schon ein paar gute Tricks, ich wüsste einen coolen TikTok. Also eventuell. Bloß. Keine Ahnung. Ich wüsste nicht, bei wem von euch beiden ich das machen sollte. Und das funktioniert. Umzug. Bin ich ja dabei. Okay. Hä? Ich will meinen Anzug aus. Zieh den Anzug aus, Kollege. Hier ist es jetzt zu gefährlich. Wir müssen die lunare Seitbase blockieren. Hau raus, was sind die? Will ich nicht sagen. Weil es ist halt dieser Überraschungsfaktor. Der muss da sein. Ansonsten geht das nicht. Schnell zu den Rettungskapseln. Ich sag euch, kann ich. Spielen Sie jetzt bloß nicht den Helden. Einmal den Präsidenten geklaut. Wer ist das?
Hey, du da! Du musst Alien beschützen! Alles klar. Ja, wo ist sie denn? Schon wieder 2000. Damals habe ich noch 4 bekommen. Oder 3. So, okay. Hast du hier was Besonderes, Alien? Anscheinend nicht. Finde ich super. Den Versuch, der Versuch im Glück. 2 haben wir gerade noch hochgeladen. Wollen wir darauf reacten? Nein. Auf TikTok noch nicht. So weit bin ich noch nicht. Wo war denn Alien jetzt? Ich glaube hier in der Hauptkabine, ne? Im Kontrollpult. Alien! Die Tränen des Mondes kommt näher. Renoir ist vom Strom der Monster verschlungen. Ich muss Renoir retten! Nein, das Ding ist Adelsage, es wird deaktiviert. Alles klar. So, Sprachfilter. What the fuck? Was passiert hier? Renoir! Wir müssen hier raus. Hier sind wir nicht mehr sicher. Kommt alle mit. Können wir bitte Renoir erst auffangen? Du da! Nur die, mich musst du nicht beschützen. Nein, Gedanken sehe ich nur Renoir. Die Gedanken von Renoir sind voll von dir. Gedanken von Renoir sind voll von dir. Sie ruft nach dir. Ah! Was denkst du, wie lange willst du heute machen? Ich plane erstmal eventuell Szene, eventuell. Vielleicht aber kürze ich das auch ab. Entweder, weil wir das Spiel durch haben und oder weil ich halt das Video für Samstag noch fertig schneiden muss, will. Weil ich morgen, übermorgen so ein bisschen hinterher hänge. Ich saß, glaube ich, gestern 4-5 Stunden dran, habe 2 Minuten vom Video fertig. Und selbst diese 2 Minuten sind noch nicht final. Da fehlen noch Effekte drauf. Der nächste! Los, Tempo! Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich kann für nichts garantieren. Können wir bitte Renoir mal helfen? Ich will da nicht rauf! Ich hab Schluck auf. Was ist los? Ich meine, ich will da nicht runter. Du Arme. Ach, muss man durch, würde ich sagen, ne? Wer das eine will. Aber es wird qualitativ besser. Ich habe gerade mega ein Final Fantasy 7 Flashback. Woran das wohl liegt? Ich würde sagen, das Geheimnis eines jeden guten Abenteuers ist. Ich wollte es mir nicht abgewöhnen. Seitdem ich damals Resident Evil 1 gespielt habe, wollte ich mir abgewöhnen, dauernd zu speichern. Melton gefunden? Was zum F ist Melton? Nein, ich habe die Idee. Zauber. Nova! Melton, fügt Schaden im Wehrloszustand zu. Ich mache also Monster gefügig. Wenn ich das richtig verstanden habe. So,
So Leute, tschüss, ne? Man sieht sich einander mal. Ich will Rinoare. Der Raumanzug hält nur 20 Minuten. Der Reservetank reicht für maximal 5 Minuten. Ich will es nicht sagen, aber Schicksal. Ey, ich flehe dich an. Es ist das erste Mal, dass ich glaube, etwas unbedingt tun zu müssen. Bring mich zu Rinoa. Na gut. Ich kann für nichts garantieren. Willst du es trotzdem tun? Ja. Schnell auf die Position. Rinoa, willst du denn sterben? Also, der Typ will jetzt, dass wir uns hier mit diesen Kapseln rausschießen lassen. Und wir dann 25 Minuten überleben. Zurück zum Gefängnis. Irwin Kneas. Wir sind in der Vergangenheit wieder. Befehl von deinem Vater. Wir fahren nach Deling City. Autsch, was soll das? Voll überzeugend. Schauspielern kann ich. Wir müssen den anderen helfen. Wann wurde es aufgenommen? 1970? Die kommen schon klar. Wenn es brenzlig wird, werden sie schon fliehen. Woher willst du das wissen? Nur die sagt bestimmt, wir haben unsere Befehle und wird dort ewig bleiben. Das kann ich nicht zulassen. Deswegen müssen wir sie rausholen. Wenn es sein muss, mit Gewalt. Rinoa wird mir immer sympathischer. Schon gut, ist ja schon gut. Ich möchte unbedingt, ich habe hier noch einen Sound, den will ich mal austesten. So, deswegen, es tut mir fast leid. Also, würde ich sagen, wenn es mir leid tun würde. Hallo. Nice. Was ist es? Ja, ich komme von What? Er soll mich jetzt aufstellen. Ich komme von einem anderen Planeten. Willkommen in der Stellaren Street. Ich als Nicht-Erdling habe Twitch entdeckt. Über eine Bandbreite, die Raum und Zeit überwindet. Der Ring von Novadin. Nö. Ich weiß nicht, wo man den hat. Ich will den gleichen hier haben, sieht wirklich gut aus. Der mit irgendeinem Monster drauf, oder? Genau. Ich könnte den machen, ich habe Übung darin. Wirklich? Juhu! Ich frage mal über die, ob er mir den leiht. Nein, bitte nicht. Warum nicht? Das ist mir etwas peinlich. Ich kann mir vorstellen, wie ekelhaft das für ein Stream sein wird. Ich komme den anderen safe an. So, aus die Maus. Hopp. Aha. Du stehst auf ihn. Nein, es ist nicht so. Du bist voll verrückt nach ihm. Rinoa Nova sitzt auf dem Baum. Nein, Alien, das war zu weit zurück. Tut mir leid, Nordi. Ich werde es nochmal versuchen. Jetzt sehen wir Flashbacks. Ah. Wo bin ich? Das war damals. Ach. Rinoa. Wurde sie von... Ja klar, also logisch, sie wurde von der Hexe
übernommen, sag ich jetzt mal, ne? Das ist nicht Rinoa. Mein treuer Ritter, Seife, die Hexe lebt. Die Hexe befiehlt dir Artemisia. Ist die Hexe aus der Zukunft in Rinoa? Ist sie von Idea übergewechselt? Wo ist Rinoa? Suche die sagenhafte Lunatik Pandora, die in den Tiefen des Ozeans schlummert. Die Hexe wird dich danach in das Reich der Träume führen. Rinoa, wo bist du? Antworte mir. Seife, wie sie befehlen, ehrwürdige Artemisia. Novari, ich habe Angst. Rinoa! Was danach, wo sie ohnmächtig wurde? Wer ist da? Verschwinde! Rinoa! Alien! Also, weißt du nun, was mit Rinoa passiert ist? Hast du die Vergangenheit abgewendet? Nein. Was soll ich nur machen? Das war derselbe Ausdruck wie damals, als du noch klein warst. Wie ein kleines Baby, so hilflos und süß. Ich erinnere mich nicht. Wichtig ist nur die Gegenwart. Ich habe es endlich begriffen. Du meinst, mir bleibt nur die Möglichkeit, sie in der Gegenwart zu retten, oder? Geh zu Rinoa. Eure Gedanken sind eins. Bereiten wir die in die Vergangenheit, die der Zukunft am nächsten ist. In die Vergangenheit, die der Zukunft am nächsten ist. Lebenshaltungssystem noch 15 Sekunden. Oh, das müssen wir anders machen. Oder auch nicht. Ob ich das überlebe? Wie eigentlich? Ich muss auch sagen, ich bin echt müde langsam. Einfach weil mein Schlafrhythmus mich in letzter Zeit so dermaßen hart rannimmt. Klingt schmutzig, ist es auch ein bisschen. Ich werde dahin getrieben. Allein bin ich so hilflos. Aber ich habe ja Rinoa. Oder wer spricht da? Spricht da Rinoa? Noch 0 Sekunden. Kenne ich. Ja. Ich war, glaube ich, jetzt die Nacht bis um 3:30 wach. Um ein Video zu schneiden. Überlebe ich. Habe denn mich ins Bett gelegt. Wollte 15 Minuten TikTok. Die habe ich auch komischerweise eingehalten. Und war dann immer gegen 6. Bin ich dann weggenickt. Musste halt um 10 wieder auf Arbeit sein. Das heißt, um 6 Uhr eingeschlafen, aber um 8:30 spätestens hoch. Überlebe ich's nicht? Das ist richtig Edelmut. Ich kann nichts machen. Ich sag mal, das ist so eine Art Selbstbestrafung für mich, einfach weil ich es nicht schaffe, meinen inneren Schweinehund zu überwinden. Lebenserhaltungssystem außer Betrieb. Das ist Rinoa, oder? Und jetzt hast du frei. Jetzt habe ich frei bis Samstag. Heißt aber nicht, dass ich zum Schlafen komme. So wie ich meinen Körper allerdings kenne, ich kann nicht. So wie ich meinen Körper allerdings kenne, wird das Problem sein. Ja, du kannst nicht, ist in Ordnung. Dass er sich den Schlaf holt, obwohl ich eigentlich viel zu viel zu tun habe. Deswegen muss ich meinen Schweinehund überwinden, um früh aufzustehen. Wenn ich das nicht schaffe, muss ich mich weiter bestrafen. Mit lange Nächte, kurze Aufstehzeiten. Ich werde im All dahin getrieben. Hallo, Lebenserhaltungssysteme sind tot. Nein, Rinoa. Auch das kenne ich. Ich war ja letztes Jahr schon. Was heißt letztes Jahr? Ich war die letzten paar Jahre schon extrem hart drauf, sage ich jetzt mal bewusst. Mit Arbeiten und so. Aber ich glaube, dieses Jahr habe ich sogar noch, also habe ich privat mir viel mehr Projekte aufgebürdet. Weil ich weiß, dass ich es kann. Also jetzt nicht vom Skill her, sondern vom seelischen her. Ich könnte es auch. Das sieht geil aus.
Aber, ja, was soll ich dazu sagen? Renoir, denk nach. Wo war ich gerade? Also, dass ich es aushalten würde, deswegen habe ich mir so jetzt den zweiten Kanal für 2021 festgelegt. Ich will mindestens im Jahr 40 Videos machen, also ich habe mir so ein paar Vorsätze gemacht für dieses Jahr. Das heißt, bei 40 Videos im Jahr wäre das zweimal Sommerferien, wo ich halt nichts hochlade. Was ich natürlich nicht einnehmen will, nur falls ich mal wieder so eine Down-Phase bekomme. Oder mein Schweinehund sagt, ey komm, ist noch eine Packung Chips. Was muss ich denn jetzt machen? Muss ich überhaupt was machen? Ich muss nur, also wenn ich meinen Schweinehund überwindet kriege, was momentan noch in den Sternen steht. Momentan ist immer noch so, ich habe zwar 3, 4, 5 Stunden so geschnitten am Video letzte Nacht. Aber ich habe trotzdem noch meine 2 bis 3 Stunden verschwendet, indem ich einfach nur da saß und ge-YouTubed habe. Was man nebenbei machen könnte. Das ist der Schweinehund, der so sagt so, ey, entspann dich. Der sagt auch gleich, wenn ich den Stream beende, also nachher, wenn ich den Stream beende, sagt er bestimmt, ey, entspann dich. Ich werde safe was essen. Das gehört nicht zum Schweinehund, das gehört zum Bedürfnis. Und ist das mein Ring? Ist das ihr Ring? Ich kann nicht. Ich kann nicht sterben. Das sind die Worte, die du verwenden musst. Nicht sterben. Weiterleben. Oder so. Also wir ziehen dieses Jahr safe alle durch. Nobody. Wir müssen nicht Ultra-Fame werden, aber ich sag mal so, kleine Achievements, wie die 100 Abonnenten stelle ich mir schon vor, was ziemlich cool wäre. Ich glaube, auf TikTok wäre es sogar noch ein bisschen easier. Deswegen würde ich da, ich weiß nicht, habt ihr euch Achievements gesetzt für TikTok? Dass ihr jetzt so sagt, okay, dieses Jahr wollen wir unbedingt das und das machen, so und so viel haben und. Also wie zum Beispiel Videos oder Abonnenten. Ich gehe zu Renoir. Du hast mich gar nicht gebraucht. Danke, Schwesterherz. Im Ernst, du willst raus? Halt, wie willst du zurückkommen? Treibstoff und Sauerstoff werden im Nu aufgebraucht sein. Ihr werdet beide da draußen krepieren. Entweder wir beide leben oder keiner lebt. Nee, gar nicht. Eigentlich haben jetzt 122 Follower. Aber es ist 122 Follower schon? Not bad. Na klar! Ich hasse Zeitdruck! Ich muss sie von vorne... Wo ist sie denn? Ich sehe sie nicht! Da leuchtet was. Ist er das? Wo ist sie denn? Die ist ja die ganze Zeit nach rechts geschwommen eigentlich. Also geschwommen. Mit Kreis geht es auf jeden Fall schneller. Ich. Hä?
Ach, das Ding hat einen Rand? Renoir treibt für immer durch den Weltraum. Nein. Noch einmal promoieren, Alter. Der Antrieb zündet automatisch. Rendezvous erfolgreich, wenn sich Renoir in der Bildmitte befindet. Okay. So, das... Ist es das da? Habe ich die vorhin nicht erkannt? Bildmitte, Bildmitte, Bildmitte. Jetzt brauche ich Fantasie. Bildmitte, Bild... Na, geh ran da! Das ist er doch! Ich komm dichter! Ich komm dichter! Renoir! Ich komm da überhaupt gar nicht dichter! Jetzt! Ran da, ran da, ran da! 5, 4, 3, 2, 1! Das einzige, was die Spannung noch weiter in die Höhe treibt, ist einfach diese Musik. Löffelchen, ich versteh schon. Du Schwein, eine hilflose, wehrlose Dame. Danke, Nobody. Ich versorge jeden Moment, ne? Ich habe deine Stimme gehört. Sag jetzt nichts. Ob wir gerettet werden, ich werde dich retten. Kein Treibstoff. Das Schlauste wäre doch jetzt, fast kein Sauerstoff. Werden wir wirklich dahin treiben oder in der Atmosphäre verdunsten? Kann ich denn Renoir retten? Einfach in die Träne rein, dann kommen wir auf die Erde zurück. Renoir, halt dich fest. Plötzlich geht das so schnell, genau. Was zum Geier ist das? Das sieht aus wie Metall-Garurumon, Alter. In Rot. Ich hab's nicht lesen können. Ach, cool. Ich kann mich bewegen. Wo gehen wir hin? Oder wir lassen es einfach Schicksal. Hallo. Nice. Errungenschaft freigeschaltet. Ragnarok. Rainer!